Herzlich willkommen bei The CME. Mein Name ist Georg und nach Citizen 4 kommt nun am Donnerstag ein Spielfilm zum Helden und oder Verräter Edward Snowden in die Kinos. Und der Film ist von Oliver Stone. Und Oliver Stone war ja ein oder ist ein Filmemacher, der mit ja zum Beispiel The Untold History of the United States oder auch ja Wall Street kann man da von mir aus auch dazu zählen. Auf jeden Fall ein politischer Filmemacher ist. Und jetzt kommt er eben mit seinem neuen Werk Snowden um die Ecke. Und ich möchte diese Review mal in zwei Teile teilen. Einmal in den Film per se und dann nochmal die Message, die irgendwo dahinter steht. In Snowden geht es um den gleichnamigen IT-Spezialisten Edward Snowden, der trotz einer erfolgreichen Karriere im Bereich der Geheimdienste Beweise für die massenhafte Überwachung der Menschen dieser Welt durch die NSA an ausgewählte Journalisten weitergab und damit einen ja, großen Leak losgetreten hat und somit zum wohl mit bekanntesten Whistleblower unserer Zeit wurde. Im Gegensatz zur Doku Citizen 4 zeigt uns dieser Film Edward Snowden mehr als Mensch, seinen Werdegang als IT-Spezialist mit eben den verschiedenen Stationen bei den verschiedenen Geheimdiensten und auch den verschiedenen Stationen in seinem Privatleben, natürlich hauptsächlich hier mit seiner Freundin Lindsay Mills. Und da liegen auch die Stärken des Films, denn er nimmt uns natürlich trotzdem mit auf eine Reise hin zu einem der größten Leaks unserer Geschichte und Schritt für Schritt wird man auch an diese diversen Programme, um die es in den Leaks dann natürlich ging, herangeführt. Das Ganze wird sehr verständlich ausgedrückt, aber nicht zu kompliziert, denn man muss ganz klar sagen, das ist ein Film, der für die Masse auch funktionieren soll und auch irgendwo muss. Und dementsprechend ist das alles nicht zu technisch und zu kompliziert gehalten. Also verständlich für jedermann, muss man mal ganz klar so sagen. Dennoch findet der Film auch die Zeit, diese Programme nah genug zu beleuchten, dass man auch sich wirklich eine Vorstellung von dem machen kann, was da eigentlich los war mit dieser Überwachung, um es mal ganz salopp auszudrücken. Es ist trotzdem ganz klar ein Spielfilm mit einem Charakter im Mittelpunkt und keine hochbrisant politische Abrechnung mit den USA, aber da komme ich später nochmal dazu. Dementsprechend, ich habe es gerade schon gesagt, diese zwischenmenschlichen Momente, die menschlichen Komponenten in diesem Streifen funktionieren sehr, sehr gut und passen auch einfach wunderbar in das Gesamtbild, das dieser Film darstellen soll. Shailene Woodley speziell, die Edward Snowdens Freundin Lindsay spielt, ist sehr, sehr gut und bringt in diesem Film viel Menschlichkeit mit rein, viel notwendige Menschlichkeit auch irgendwo. Und die Chemie zwischen den beiden stimmt auch einfach. Und es gibt dieser ganzen Sache eine sehr, 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 sehr gute menschliche Wärme. Und es wird dann eben nicht zu diesem so apokalyptischen Technik-Thriller, Verschwörungs-Thriller, irgendwie sowas in die Richtung, sondern es gibt dieser ganzen Thematik eine sehr, sehr menschliche Komponente, weil es ja eben auch nicht die Thematik im Fokus steht, sondern Edward Snowden per se. Joseph Gordon-Levitt als Edward Snowden ist wirklich genial. Das muss man einfach mal so sagen. Ich selber habe den Film leider nur auf Deutsch gesehen, aber wer sich mal englische Trailer oder auch Ausschnitte ansieht, der wird feststellen, natürlich dann, um zu vergleichen mit echten Interviews mit Edward Snowden, der wird feststellen, dass da sehr, 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 sehr viel große Ähnlichkeit da ist und auch auf Deutsch erkennt man das schon an seiner Gestik, auch an seiner Mimik, dass da wirklich sehr, sehr gute Arbeit von Gordon-Levitt gemacht wurde. Also dafür kann man durchaus mal den Hut ziehen. Das ist großartig gelungen und passt einfach wunderbar zu diesem Film. Dieser Film ist natürlich eine große Dramatisierung der Ereignisse, auch des ganzen Weges hin zum Leak. Das wird aber auch ganz am Anfang des Films direkt gesagt, dass es sich hierbei um eine Dramatisierung handelt. Ich muss sagen, für mich war es nicht das große Drama, wie ich es gedacht hatte nach diesem Hinweis. Es ist eine Dramatisierung. Natürlich ist das auch vorhanden, um Gottes Willen, versteht mich nicht falsch. Die Spannung und die Dramatik, die ist da. Warum für mich persönlich das vielleicht nicht so krass war wie für andere, komme ich gleich nochmal dazu. Aber dennoch, es ist nicht wirklich kein Fast-Paced-Drama-Thriller-Gedöns irgendwie. Das wird auch gar nicht zum Film und auch nicht zum Charakter Edward Snowden, wie er hier dargestellt ist, passen, sondern relativ ruhig, relativ fein gemacht alles, ohne dass man dann irgendwie ja in wirklich einen Fast-Paced-Action-Thriller irgendwie sowas reinkommt. Und damit sind wir eigentlich bei der Message. Für jemanden, der sich nur nebenbei oder auch vielleicht noch gar nicht mit dieser Thematik um Edward Snowden und dem, was er getan hat und den Resultaten daraus beschäftigt hat,
Für den könnte auch schon dieser Film ein relativ großer Schock sein. Für den einen oder anderen, der denkt sich vielleicht voll übertrieben, Tatsache ist nun mal leider, dass das so wie es hier dargestellt wird, einfach die blanke Wahrheit ist. Für all diejenigen, die sich damit intensiver beschäftigt haben, ich zähle mich jetzt da mit dazu, weil ich wirklich auch im Vorfeld und als es schon losging, mich interessiert das Thema einfach, bin da sehr, sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel dahinter. Für die ist es nicht so wahnsinnig viel Neues, aber es ist mal schön, das Ganze weniger auf einer Doku-Basis zu sehen, sondern mal wirklich auf einer Spielfilm-Basis. Also damit hat man dann trotzdem seine Freude, weil es einfach eine schöne Version, eine schön aufgenommene Version der Ereignisse ist. Keine Sorge, der Film ist wirklich für beide Seiten etwas, man macht damit nichts falsch. Doch die Frage bleibt natürlich, was ist mit der politischen Message in diesem Film? Oliver Stone ist relativ bekannter Verfechter von Whistleblowern, auch schon Chelsea Manning oder auch schon großer WikiLeaks-Freund oder Unterstützer, drücken wir es so aus. Das wird einem anfangs allerdings gar nicht so auf die Nase gebunden. Immer im Hinterkopf behalten, das ist hier auch sehr häufig und sehr, sehr offensichtlich auch ein Charakterstück natürlich. Aber klar darf hier die Message irgendwo nicht fehlen und sie fehlt auch nicht. Besonders zum Schluss hin bekommen wir da immer mehr zu sehen und auch immer mehr diesen Pro-Status, also Pro-Heldenstatus, den bekommen wir immer mehr zu sehen. Trotzdem haben wir immer noch kritische Details mit drin. Es liegt aber nicht unbedingt am Film, sondern einfach an der Persönlichkeit, an der Person Snowden selber. Denn viele vergessen immer, Snowden war lange Zeit in einer Art, ich will es jetzt nicht negativ klingen lassen, aber in einer Art Patriotenweg unterwegs, also für das Land. Er war bei der Armee und dann auch eben, um weiter für das Land zu arbeiten. Deswegen ist er ja zu den Geheimdiensten und etc. pp. Und hat da seine Arbeit gemacht. Das wird immer ein bisschen vergessen. Das kommt auch hier weiterhin mit raus, dass er, obwohl er sich dann eben, was sehr schön anzuschauen ist, sich dann für sein Gewissen, können wir schon so nennen, dafür entscheidet, dass trotzdem immer noch dieser Patriotismus mit drin ist. Und gerade weil er eben eigentlich so lange auf einem anderen Weg war, macht diese Entscheidung, die er dann trifft, und das bringt auch der Film raus, macht es ihn auch im Film und auch für den Zuschauer dann zu einem Helden. Auch für mich, auch im Vorfeld schon, auch für viele andere. Die sehen ihn eben als diesen Helden, der uns diese ganzen Infos gebracht hat und nicht als irgendeinen Verräter oder wie auch immer. Interessanterweise wird das Wort Held, wenn mich nicht alles täuscht, im Film überhaupt nicht genutzt. Was ich bin mir sicher, dass das bewusst gewählt wurde. Was aber auch einfach sehr, sehr schön ist, weil es diese Diskussion diese Diskussion oder die Thematik ein bisschen wegnimmt von dieser simplen Frage Held oder Verräter. Ich persönlich sage Held, aber vielleicht sagt mein Nachbar was anderes oder so. Darum geht es auch gar nicht so sehr, sondern einfach, es bleibt, wie gesagt, ein Charakterstück irgendwo. Dass der Film trotzdem pro dem Heldenstatus ist, wird auch besonders zum Schluss hin deutlich. Gerade auch, weil der Schluss nochmal eine sehr emotionale Komponente mitbringt, die sehr, sehr überraschend war. Außerdem, also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, aber sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. In das Politische wird eben nochmal eine sehr, sehr emotionale oder gewissenhafte moralische Komponente nochmal mit reingelegt. Auf eine ganz, ganz wunderbare und schöne Art und Weise, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, was ein wunderbarer Twist auch einfach war am Schluss. Also top, dass sie das hinbekommen haben. Und das nur mal kurz als Ausblick auf den Schluss. Zusammengefasst, ich rede mich hier sonst im Kopf und Kragen, weil ich das Thema einfach toll finde und es ist ein guter bis sehr guter Charakterfilm irgendwo geworden. Es ist jetzt nicht der überkrasse Wurf oder so, wo man sich denkt, boah, den muss ich sofort nochmal schauen und welche krasse Revelations es da gab. Das Thema ist schön angeschnitten. Das Thema ist verständlich für all diejenigen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben oder sich nicht beschäftigen wollten, wie auch immer. Und vielleicht auch diejenigen, die nie die Zeit hatten, sich wirklich intensiv und detailreich mit dem Thema zu beschäftigen. Perfekt. Da bekommt man das Nötige mit. Man muss aber auch ganz klar sagen, wenn man schon von vornherein reingeht mit dem Gedanken, dass Snowden ein Verräter war, hat man wahrscheinlich keinen Spaß mit dem Film. Zumindest nicht so wirklich. Wer natürlich viel mehr auf die Details hinter den ganzen Programmen, hinter der wirklich technischen und politischen Thematik interessiert ist, dem empfehle ich natürlich Citizen 4, großartige Doku, die sich mehr wirklich um den Leak per se kümmert, aber um die Doku soll es jetzt nicht gehen. Wie gesagt, Snowden
2 Stunden Spaß, wenn mich nicht alles täuscht, ging gut lang der Film. Und jetzt komme ich nochmal ganz kurz zurück auf das, was ich am Anfang zur Dramatik gesagt habe, warum es für mich vielleicht nicht ganz so dramatisch war wie für andere. Das liegt dann aber einfach ganz klar daran, weil ich mich selber mit dem Thema schon wahnsinnig viel auseinandergesetzt habe und dadurch die Thematik um die Überwachung nicht mehr so schockierend ist oder so und alles und diese ganzen Entwicklungen nicht mehr so diesen Schockfaktor oder den Aha-Faktor für mich haben, wie es vielleicht für jemanden eben ist, der sich noch nicht so krass damit beschäftigt hat. Das muss man irgendwo bedenken. Trotzdem, wie gesagt, es bleibt ein sehr, sehr unterhaltsamer Film, sehr, sehr guter Film, der wenig Schwächen hat. Also, wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr irgendwie in irgendwelche kritischen Punkte reingehen, weil ich finde, der Film ist es wert, gesehen zu werden, gerade weil er so ein wichtiges Thema anschneidet und den kritischen, wirklich kritischen Aspekt gegenüber der ganzen Überwachungs- und der Leak-Geschichte. Da ist es dann auch irgendwie an einem selbst, sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Das hier ist ein Charakterstück, das ihn auf jeden Fall irgendwo Richtung Heldenstatus drückt oder porträtiert. Aus meiner Sicht vollkommen der richtige Ansatz. Wer dagegen ist, der muss sich dann irgendwo, ja wie gesagt, selbstkritisch auseinandersetzen. Das ist irgendwo auch die eigene Verantwortung dann, wenn man mitreden will. Und das, ja, das war ich nur kurz zur Dramatik. Wenn man sich, wie gesagt, sehr intensiv damit schon beschäftigt hat, hat der Film nicht den großen Aha-Moment. Das ist aber auch nicht schlimm. Trotzdem bleibt es ein schöner, schöner Film. Ja, mehr kann ich dazu erstmal gar nicht sagen. Ich hoffe wirklich, ihr schaut ihn euch an. Und Citizen 4 am besten noch hinterher. Dann hat man so die zwei filmischen Werke, denke ich, abgedeckt. Einmal im kreativen, künstlerischen Bereich und dann, wie gesagt, im dokumentarischen, wirklich mehr realbasierten. Obwohl auch dieser Film sehr realbasiert ist, macht man da nichts verkehrt. Und ansonsten informiert euch über das Thema. Es ist wirklich sau wichtig. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war's von mir. Peace to the out. Ciao.